Hey ho, Monster Hunter Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Monster Hunter World. Wie ihr seht, ist einiges zwischen den Folgen passiert. Ich nehme das tatsächlich gerade einige Stunden nach der Premiere der zweiten Nergigante-Folge auf. Denn die Nergigante-Folge habe ich aus irgendeinem Grund erst eine Woche, nachdem ich sie fertig geschnitten hatte, hochgeladen. Ich war irgendwie zu faul, das Ding zu exportieren und hochzuladen. Ich weiß nicht warum. Aber ja, in der Zwischenzeit habe ich halt die Rüstung von dem gefarmt, wie ich das gemacht habe. Das geht ganz einfach hier über die Questtafel. Denn ich gehe immer auf neue Quest bekannt machen. Da kann man auf Quest beitreten klicken, auf Notleuchtzeichen reagieren und dann sein Ziel auswählen. Dann nehme ich einfach mal den der Gigante. So, und da sehen wir. Zwei Leute haben das Notleuchtzeichen losgeschickt. Und die wollen dann halt, dass ich denen beim Nergiganten helfe. Und man kriegt dann halt auch die Belohnungen. Und man hilft dadurch auch anderen Leuten. Ist ja demnach alles auch schön und gut. Das Blöde ist, ich habe seinen Helm leider nicht erfahren können. Deswegen habe ich jetzt so eine Augenklappe an. Die hat tatsächlich sehr hohe Verteidigung. Und auch ganz gute Werte. Aber ich hätte gerne einen Set-Bonus vom Nergiganten. Deswegen erfahre ich vielleicht nochmal irgendwann den Helm, aber dafür braucht man ein einziges Material, das sehr selten ist. Und ich habe echt keinen Bock, das zu farmen. Ich weiß aber auch nicht, was für eine Drop-Rate das hat. Muss ich auch nochmal nachgucken. Und ja, wieder Monster Hunter. Ich hatte eigentlich angekündigt, dass es vielleicht die letzte Folge gewesen ist. Aber dann habe ich den wunderbar motivierenden Kommentar von einer unbekannten Person bekommen, dass ich doch einfach weitermachen soll, wenn es mir Spaß macht, aber halt die Videos kürzer machen soll. Und ich habe mir gedacht, ja, das ist doch ein ganz guter Rat. Allerdings ist es natürlich nicht so leicht, Videos von Monster Hunter kurz zu halten. Ich habe aber immer versucht, die um unter 20 Minuten zu halten. Habe es aber natürlich nicht immer hinbekommen. Und damit das Nergigante-Video jetzt auch nicht so ewig lang ist, habe ich es halt auch in zwei Teile gepackt. Sonst wäre es halt wirklich 40 Minuten lang gewesen. Das wäre nicht so gut gewesen. Und ja, in Sachen Story ist jetzt nicht so viel passiert. Also wir haben im freien Spiel nach Spuren von den Drachenältesten gesucht. Am Ende des letzten Videos wurde ja schon gesagt, dass da drei Drachenälteste rumlaufen. Mindestens drei. Und die habe ich halt jetzt schon alle gefunden, die Spuren. Das sind jetzt Kushala Daora, Theostra und Valhazak. Das sind alles ziemlich bedrohliche Monster. Ich kenne die alle drei schon. Ich habe die alle drei schon mal gesehen. Also nicht im Spiel. Also Kushala Daora habe ich schon mal im Spiel gesehen, bei einem Kampf gegen den Nergiganten. Das war ziemlich cool. Aber die anderen habe ich bisher nur im Internet irgendwo gesehen. Und ja, heute möchte ich euch diese Monster allerdings noch nicht zeigen, sondern erstmal ein anderes Monster, das ich persönlich zumindest vom Aussehen her ziemlich cool finde. Er ist zwar nicht so entspannt zu bekämpfen, das habe ich jetzt vor kurzem nochmal herausgefunden an eigenem Leib, in Monster Hunter Rise, im neuen Teil, der Switch-exklusiv ist. Ist auch ein Grund, warum jetzt nicht mehr so häufig Monster Hunter World kam, weil ich, kein Scherz, ich habe den jetzt irgendwie in 10 Tagen 16 Stunden lang gespielt und die ersten 8 Stunden davon waren am ersten Tag, also das Spiel hat es mir schon ziemlich angetan. Aber ich spiele auch noch immer noch ein bisschen Monster Hunter World, weil es ist halt auch immer noch das bessere Spiel, einfach weil du kannst halt in einem PC-Spiel und ein Hauptkonsolenspiel mehr reinpacken als in so ein Switch-Spiel. Ich kann schon mal sagen, er ist Tobi Kadachi. Ich weiß zumindest, ich denke mal zumindest, dass man den so ausspricht. Nein, es gibt den nicht als Low-Rank-Mission. Ja, da ist er direkt. Aber ich will den nicht wirklich im High-Rank bekämpfen. Der ist halt richtig schön schnell. Solange es aber die niedrigste High-Rank-Stufe ist, mache ich es einfach mal. Ich frage mich, haben wir eigentlich jemals diese Dolche in einem Video benutzt? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube nicht. Ich pack sie mal rein. Perfekt. So, da sind wir auch schon gelandet. Wir haben auch unsere ganzen Sets aufgefüllt. Perfekt. Wieso bin ich in die Hocke gegangen? Ich wollte eigentlich nur hier mit interagieren. Ich habe auch gegessen. Nein, nicht da drüben. Da ist nichts. So, warum sind meine Leben so niedrig? Ja, stimmt. Ich weiß nicht, ob meine Leben wirklich niedrig sind und alles oder ob ich mich einfach nur an Monster Hunter Rise gewöhnt habe, weil da ist diese Lebensanzeige halt viel länger. Ich nehme halt einfach an, weil du da teilweise einen kleineren Bildschirm hast. Also ja, der Tobi Kadachi ist quasi Flughörnchen, aber er ist auch irgendwie ein Reptil. Also er ist quasi ein Flughörnchenschlange. So könnte man sagen. Oh, und die beiden, die drei haben sich lieb. Oh Gott, warum setzen sie sich denn ineinander? Also ja, ich weiß halt, wie gesagt, nicht, ob ich diese Waffe schon mal gezeigt habe. Es ist eine ziemliche Spam-Waffe, wenn ich ehrlich bin. Funktioniert halt folgendermaßen, dass wir beim Drücken des Triggers
so einen Dämonenmodus gehen, mit dem wir richtig krass schnell sind. Okay, in Monster Hunter Rise ist man mit dem Ding auf jeden Fall schneller. Und damit kann man halt krassere Angriffe machen. Oh, ist der tot? Ja. Wie zum Beispiel diesen Angriff hier. Ja, der macht sehr gut Schaden, aber den kann man auch mittendrin nicht abbrechen. Das hat man den auf jeden Fall. Also man muss den Zeitpunkt gut wählen, bei dem man den nimmt. Und ich glaube, ich sollte gar nicht so viel drumherum labern, denn genau so werden die Videos ja länger. Also würde ich sagen, sehen wir uns wieder, wenn ich das Monster gefunden habe. Aha, Tobi Kalachi Fußspuren. Perfekt. Ha, da hinten läuft er. Es sieht auf jeden Fall sehr cool aus. Dürftet ihr ja auch schon auf dem Thumbnail gesehen haben. Okay, ich bin ziemlich außer Übung. Ich habe jetzt wieder einige Tage nicht gespielt. Weder Rise noch World. Oh, ich bin so ungewöhnt, dass er so langsam in diesem Modus ist. Hi. Fick dich. Oh, da spielt jemand was. Ich mache jetzt im Übrigen eine Fensteraufnahme. Deswegen kann es sein, dass das Spiel besser aussieht als in den vorherigen Aufnahmen. Warum ist noch keine Musik gestartet? Das macht mich ein bisschen nervös. Das ist ein bisschen weird. Reck. Wenn jetzt nicht langsamer Musik kommt, dann muss ich selber welche in den Hintergrund packen. Und ich weiß nicht, ob ich eine passende finden würde. Danke, geht doch. Ja. Oh, ich kriege immer Nostalgie bei dieser Musik, weil das ist die Musik, die bei jedem Monster am Anfang spielt, glaube ich. Also am Anfang des Spiels. Und ich sage ja erst schnell. Dezent. Dafür habe ich auch eine schnelle Waffe genommen. Das ist so ziemlich meine Lieblings-Nahkampfwaffe. Und ich glaube, er macht seinen Flughörnchen-Move. Ja. Perfekt. Ich muss mich auch wieder an World gewöhnen. Ich habe es, wie gesagt, ein bisschen gespielt, aber der Nähgigante ist jetzt auch schon fast 2 Wochen her. Und er liegt. Ich weiß nicht, warum er sich die ganze Zeit selber betäuben lässt. Oh, ich muss sagen, die Vibrationen auf dem Xbox-Controller sind so viel angenehmer als auf dem Switch-Pro-Controller. So viel angenehmer. Du verreckst jetzt. Was war das? Und stimmt, das Mounten geht auch gar nicht im neuesten Teil. Warum auch immer. Dafür kann man halt jetzt richtig auf den reiten. Und die dann halt auch steuern und gegen andere Monster zum Beispiel knallen oder gegen Wände. Das ist ziemlich cool. Meiner Meinung nach cooler als das Mountain. Hier sind irgendwelche anderen Katzenviecher, die auch angreifen. Ja, genau, die Gajalakas. Haben wir die schon mal gesehen? In der gigantischen Video? Ich weiß es nicht. Ich glaube, er haut ab. Ja, nein. Aua. Huh? Wie er mich nachträglich getroffen hat. Nein. Und jetzt haut er ab. Und da kommt auch ein Anjanat. Von da. Oh, er humpelt. Ich habe ihn gemountet. Natürlich. Okay, dafür, dass er High Rank ist, geht er schnell. Ja. Du verreckst jetzt. Stech dich ab. Reck. Geht er zum Anjanat? Ja. Oh na. Was? Ja! Die Katzen! Die Grümmelkühen winden das Miaunster für uns. Ja, danke, Jungs. Sehr nett von euch. Ja! Oh mein Gott. Das habe ich noch nie gesehen. Das ist richtig cool. Und er liegt. Ja! Ach, jetzt verpissen sie sich, ne? Tausend Dank, Kumpels. Ja, ja. Sag ihnen das, Sherlock. Waren sehr gut. Aber dann müsst ihr doch jetzt jeden Moment verrecken. Oder auch nicht. Ist Daniel noch da? Wir gehen ihm einfach mal hinterher. Vielleicht kann ich ihn ja auch, während er rennt, nochmal mounten. Wieso bin ich schneller als er? Ach, der sieht so cool aus. Oh, geht's dir nicht gut? Tut mir leid, ich töte dich auch nur zu Vorführungszwecken. Und nicht, weil ich Materialien von dir brauche oder so. Ich wollte im Übrigen bald mal ein anderes Spiel spielen. Oh Gott, ich dachte, ich hätte Flügelschläge gesehen. Das ähnlich ist wie Monster Hunter World. Das ist quasi, okay, das heißt Dauntless. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist auch ein Monster-Jagdspiel, aber es ist sogar Free-to-Play. Auch gut, Monster Hunter ist besser. Muss ich nur ganz am Anfang klarstellen. Aber wenn man mal so grob ausprobieren will, ob einem sowas in die Richtung Spaß macht, ist das Spiel auf jeden Fall was für einen.
Und es ist auch nicht mit Pay to Win Fall und allem. Das ist ziemlich gut. Und ich glaube, dass die Microtransactions sind nur kosmetisch. Also durchaus zu empfehlen, das Spiel. Und dazu werde ich dann auch wahrscheinlich bald mal Videos machen, weil ich das vor Monster Hunter auch gut gespielt habe und es bald gefallen hat. Und dadurch kam ich halt auch zu dieser Reihe. Und wie lange ist dieser Sack jetzt eigentlich weggelaufen? Hi, ich bin doch da. Ich will einen von denen mal fangen. Ich habe keine Falle, doch habe ich. Komm her. Was für ein Trottel. Und tschüss. Junge, 90 Punkte bringt das. Meine Fresse, mir persönlich kommt das Video jetzt voll kurz vor. Einfach die Aufnahme, aber die geht tatsächlich schon 20 Minuten. Und deswegen werde ich mal nicht noch ein anderes Monster aufnehmen. Denn ich will ja die Videos, wie gesagt, kurz halten. Ah, der große Tobi Kalachi, den ich je gesehen habe. Ist aber, glaube ich, auch der zweite. Ich habe noch nicht viele von denen bekämpft. Also ja, Leute, das war's mit dem heutigen Monster Hunter World Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Falls nicht, könnt ihr natürlich auch gerne einen Daumen nach unten geben. Aber schreibt mir doch bitte in die Kommentare, was ich falsch gemacht habe, damit ich mich verbessern kann. Ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss. Manuel, kannst du Tschüss sagen? Ach ja, er ist ja ein Schwein. Er kann nicht reden. Aber die Katze natürlich schon.